Also, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes, Drucksache 20-5869 zu Drucksache 20-3680. Berichterstatter ist der Kollege Gagel. Herr Gagel, darf ich Sie um Berichterstattung bitten? Danke schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Innenausschuss hat sich mit dem Gesetzentwurf der FDP intensiv beschäftigt. In mündlichen und schriftlichen Anhörungen. Und der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Die Ablehnung wurde beschlossen mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD die Linke, gegen Freie Demokraten bei Enthaltung AfD. Ja, vielen Dank, Herr Gagel, für die Berichterstattung. Ich darf noch einmal um mehr Ruhe im Plenarsaal bitten und darf jetzt erteilen das Wort dem Kollegen Dr. H.C. Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Ich habe mich noch einmal durch Blickkontakt vergewissert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, wir haben uns in den letzten Jahren intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob es klug ist, dass ein Landtag, der eigentlich 110 Abgeordnete haben soll, so steht es auch in den Gesetzen, auf einmal 136, 137, 138 Abgeordnete hat. Ich sage es so bewusst ein bisschen, weil die Entscheidung des Staatsgerichtshofs ja da auch sehr relativ war. Wir als FDP haben gemeint, dass wir wieder zu einer Größe von 110 versuchen sollten, zurückzukommen. Wir haben einen Vorschlag unterbreitet, in dem wir gesagt haben, wir reduzieren die Wahlkreise von 55 auf 45. Dann ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass mit Überhangmandaten und Ausgleichsmandaten man auf über 110 Abgeordnete kommen kann. Es gab Gegenmodelle. Ich sage das gleich hier, damit ich mich nachher nicht mehr melden muss. Das Gegenmodell der Kollegen der AfD, das halten wir für schlicht verfassungswidrig. Deshalb beschäftigen wir uns auch mit diesem Gesetzentwurf nicht weiter. Dann gibt es noch als dritte Alternative den Vorschlag eines Professors der European Business School, der aber auch von dem einen oder anderen Journalisten in diesem Hause, ich gucke gerade, ob er anwesend ist, mit großer Freude unterstützt wird. Das ist das sogenannte Grabenwahlrecht. Wir haben ja eine Anhörung durchgeführt in diesem Hause, eine sehr, ich glaube, interessante Veranstaltung. Ich will nur darauf hinweisen, damit das nicht vergessen geht und auch noch einmal im Protokoll des Plenums steht. Diese Anhörung wollte zunächst die Koalition, insbesondere die Grünen, verhindern. Das war dann schon eine denkwürdige Sitzung des Innenausschusses, in dem dann aber die Kollegen der Union irgendwann gemerkt haben, so geht man wirklich nicht mit einem Antrag um, der etwas mit dem Parlament zu tun hat. Die Anhörung hat ergeben, ich bin bei Ihnen bekannt dafür, dass ich keine Fliegenfüße zähle, aber hat ergeben, dass die Mehrheit der Anzuhörenden, die große Mehrheit der Anzuhörenden gesagt hat, ja, es ist Änderungsbedarf vorhanden. Und ja, das Modell der FDP ist das, was in der Logik der bisherigen Systematik oder wie ein Professor der Zeppelin-Universität vom Bodensee sagte, in der, am bisherigen System der Mechanik der Sitzvergabe ganz oder gar festhält und trotzdem zu einem vernünftigeren Ergebnis kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, es gibt den Ausgang für Helden, den wählt Kollege Rudolph und Kollege Frömmrich jetzt schon seit Beginn dieser Debatte. Und der heißt, wir haben hier eine Wahlkreiskommission und soll die erst mal arbeiten. Ich darf Ihnen sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Wahlkreiskommission arbeitet, aber sie wird nicht zum Ergebnis kommen, dass es künftig weniger
Sitzmöglichkeiten in diesem Hause gibt, sondern sie bleibt bei dem bestehenden System der 55 Wahlkreise. Und damit ist die Gefahr nun einmal sehr groß, dass man mit Überhangmandaten auf 137 oder mehr oder weniger Abgeordnete kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Ausgang nicht für Helden, sondern ein bisschen ein Ausgang für Schummler. Die wollen der Menschheit und auch sich selber und vielleicht dem anderen Kollegen auch hier in diesem Hause deutlich machen, das könnte ja noch anders und besser werden. Nein, diese Wahlkreiskommission hat den Auftrag, den wir übrigens als Parlament ihr auch gegeben haben in Form eines Gesetzes aus der letzten Legislaturperiode, hat uns der Staatsgerichtshof ein bisschen hingeschubst, um es höflich auszudrücken, dass die Ungleichheit der Menschen, die in einem Wahlkreis wohnen und damit die Gleichheit der Stimme relativiert wird, ausgeglichen wird. Diese Arbeit werden sicherlich wir auch in den nächsten Wochen abschließen und Ihnen vorlegen. Aber es hat nichts damit zu tun, was wir uns hier gerade unterhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es haben ja nicht nur Staatsrechtler die Idee klug gefunden, dass man zu dem bisherigen System, dass er im System bleibt, aber trotzdem eine Reduzierung vornimmt, sondern es haben auch Geisteswissenschaftler anderer Art dieses unterstützt. Professor Schiller von der Universität in Marburg hat. Ja, und? Ist das keine Geisteswissenschaft? Na, aber machen wir später. Machen wir später. Jedenfalls Professor Schiller, der über viele Jahre und Jahrzehnte uns hier im Hessischen Landtag beraten hat, und ich bin mir sicher, weil ich ihn persönlich aus gemeinsamer Jungdemokratenzeit noch kenne, nicht immer so, wie ich das FDP es immer gewünscht hätte, aber steht voll und ganz hinter unserem Gesetz, bis hin zu Menschen, die sich mit Zahlen und mit Statistiken auseinandersetzen, so beispielsweise Professor Puckelsheim von der Universität in Augsburg. Ich spare mir jetzt noch einmal alles das vorzutragen, was wir meinen, was klug ist, weil letztlich die Frage ist, sind wir bereit, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren, damit das Parlament ungefähr in dieser Größe bleibt oder nicht? Oder sind wir nicht dazu bereit? Und wenn das einzige Gegenargument dann der Kreis Waldeck-Frankenburg oder das ein oder andere Nordhessische genommen wird, so nach dem Motto, dann müssen wir aber weiter fahren, dann antworte ich etwas scherzhaft drauf, dann kriegen halt die Kollegen, die dort arbeiten müssen, Kollege Frömmrich hatte schon ein paar Mal von mir gehört, eine Drohne. Weil in Frankfurt nennt man das S-Bahn und in Waldeck-Frankenberg muss es dann halt vielleicht ein anderes. Aber das kann doch nicht sein, dass wir solche Argumente nutzen, um eine staatsrechtlich ausgebotene. Ich weiß gar nicht, was diese Hektik soll. Was soll denn diese Hektik? Ich bin in Kassel geboren. Ich weiß, wovon ich spreche. Das kann jemand, der aus Mittelhessen kommt, überhaupt nicht beurteilen. Und was unfassbar da sein sollte, das meine ich aber irgendwie, das passt überhaupt nicht zu diesem Thema. Das ist das einzige Argument. Aber es gibt halt andere Argumente, die dagegen sprechen. Und die haben etwas mit der Arbeitsfähigkeit dieses Hauses zu tun. Die haben natürlich letztlich auch etwas damit zu tun, was uns allen Demokratie wert ist. Und tun Sie mir bitte einen Gefallen. Der FDP ist Demokratie sehr, sehr viel wert. Und trotzdem muss man immer eine Verhältnismäßigkeit anlegen. Und ob diese Verhältnismäßigkeit bei 137 da ist, bestreiten wir. Wir hatten es ja auch im Deutschen Bundestag versucht. Unser ehemaliger Landesvorsitzender Stefan Ruppert hat ja mit einem gleichen Anliegen im Deutschen Bundestag versucht, diese ausufernde Zahl der zusätzlichen Mandate anzugehen. Ich merke aus Ihrer Reaktion, Sie wollen es nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann müssen Sie es auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern verantworten, dass wir hier in einem Parlament. Ich weiß nicht, warum Sie so aufgeregt sind, Herr Kollege. Ich sage es noch einmal, diese Diskussion führen wir bereits in der Wahlkreiskommission. Und da haben wir schon ein bisschen Diskussionen, wo was ist. Aber das muss ich nicht. Sondern man kann nicht auf einmal sagen, was nicht sein darf. Das machen wir nicht. Sondern wir müssen erst einmal fragen, was muss sein. Und dann können wir uns überlegen, wie die Wahlkreise aussehen. Das ist ein so einfaches Argument, was, glaube ich, einen intellektuellen Grünen etwas verkrampfen wird, wenn er sich weiter damit beschäftigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werben für unser Gesetz. Wir wollen, dass es eine
eine arbeitsfähige, eine, wie das Landtagswahlgesetz auch vorschreibt, eine von 110 Abgeordneten besetztes Haus hier ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die anderen Möglichkeiten, ich sage es noch einmal, wie die AfD sie vorschlagen, halten wir verfassungswidrig. Und das Grabenwahlrecht ist nicht verfassungswidrig, aber ich halte es für demokratietheoretisch ganz, ganz schlecht. Deshalb bleiben wir bei unserem Vorschlag. Stimmen wir nachher darüber ab, meine sehr verehrten Damen und Herren, und die Folgen werden wir dann weiter diskutieren. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hahn. Nächster Redner ist der Abg. Gagel für die Fraktion der AfD. Ja, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf der FDP, wie auch unser Gesetzentwurf, auf den wir später zu sprechen kommen, hegt das Ziel einer Gesamtstärke von 110 Abgeordneten oder nur wenig darüber. Das hat der Dr. Hahn ja eben auch schon ausgeführt. Dieses Ziel ist auch aus unserer Sicht grundsätzlich unterstützenswert. Jedoch will die FDP dies mit der Vergrößerung der Wahlkreise tun, was einen massiven Eingriff in die Wahlkreiseinteilung Hessens darstellen würde. Das haben wir gerade eben gehört. Eine Wahlkreiskommission müsste sich vermutlich Ewigkeiten mit dem vernünftigen Zuschnitt der neuen Wahlkreise beschäftigen, die in vielen Fällen nicht mehr mit den Grenzen der bestehenden Landkreise oder gar kreisfreien Städte zu vereinbaren sind. Auch wären die Wahlkreise im ländlichen Bereich vermutlich auch in der Fläche deutlich größer und viel schwerer abzudecken als bisher. Die Problematik, die damit verbunden ist, beispielsweise die Betreuung im ländlichen Bereich oder eine gewisse Verletzung der Kontinuität der Wahlkreise, sehen wir im Gesetzentwurf der FDP kritisch und können daher ihm auch nicht zustimmen. Auch das Problem von Überhang und Ausgleich wird mit dem FDP-Gesetzentwurf grundsätzlich ja nicht gelöst, sondern nur abgeschwächt. Es sind also weiterhin theoretisch denkbar Überhang- und Ausgleichsmandate möglich. So war dann auch die Anhörung im Innenausschuss dazu relativ unspektakulär, indem man sagte, ja, kann man so machen, muss man aber nicht so machen. Auch die willkürliche Zahl von 45 Wahlkreisen ist mit Sicherheit auch eine Festlegung der FDP ins Blaue hinein. Es könnten ja auch 42 oder 47 sein. Hier hat man sich, ja, aber hier hat man sich bei der FDP offensichtlich nicht im Detail Gedanken gemacht, wie denn die 45 Wahlkreise denn auch tatsächlich aussehen könnten. Es kam ja dann, wie gesagt, das hat der Herr Dr. Hahn eben auch gerade schon erwähnt, von dem Vertreter der EBS der Vorschlag des Grabenwahlsystems, der aber einen völligen Bruch mit dem bestehenden System einleiten würde. Die Einführung eines Grabenwahlsystems würde das Mehrheitswahlrecht zumindest teilweise einführen und die Verhältniswahl, eines unserer landesweiten Grundprinzipien, in allen Bundesländern und auch im Bund deutlich zurückdrängen. Zweite, das Grabenwahlsystem den Charme der Begrenzung der Gesamtmandate auf tatsächlich 110 Abgeordnete. Es ist jedoch, wie ich eben schon gerade gesagt habe, mit den Prinzipien der Verhältniswahl nicht vereinbar und daher auch aus unserer Sicht klar abzulehnen. Insofern kam wohl nicht nur bei mir der Gedanke auf, dass der Vertreter der EBS seine Anhörung im Landtag gemäß dem Prinzip keiner fragt, die EBS antwortet, als Selbstdarstellungsshow nutzte, ohne die eigentlichen Fragen zu den beiden vorgelegten Gesetzesentwürfen in der Tiefe tatsächlich zu beantworten. Vielmehr erkennbar war aber, und dies wird sich ja heute hier auch bei der Abstimmung wie auch schon im Ausschuss zeigen, dass die überwältigende Mehrheit hier im Haus grundsätzlich nicht an einer Verkleinerung des bestehenden Landtags auf 110 Mitglieder interessiert ist. Und ich kann auch erkennen an dem nicht gerade großen Interesse heute hier zu dieser Diskussion um die Gesetzentwürfe, dass man offensichtliches Desinteresse hier auch tatsächlich im Plenum so zeigen kann. Auch ist man nicht interessiert daran, sich mit dem grundsätzlichen Problem des Anschwellens durch Überhang- und Ausgleichsmandate grundsätzlich überhaupt erst einmal anzunähern.
Die Aussage von CDU und Grünen, aber auch der SPD, waren dazu eindeutig im Ausschuss. Die Quintessenz aus allen Anhörungen und Diskussionen im Ausschuss ist, es bleibt alles beim Alten. Und wenn der Landtag demnächst 160 Mitglieder umfassen würde, dann wäre dies der überwiegenden heutigen Mehrheit hier in diesem Hause auch egal, wenn es denn bei der Landtagswahl 2023 tatsächlich denn so käme. Keine Bereitschaft also trotz öffentlicher Kritik, trotz klarer Mehrkosten für den Steuerzahler. Ich hoffe, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, Sie erklären dem Wähler dann auch nach der nächsten Landtagswahl, warum man die Straßenbaubeiträge in Hessen nicht generell abschaffen will, sich aber eine ähnlich hohe Summe für einen weiterhin existierenden XXL-Landtag gönnt. Die Akzeptanz oder auch die Nicht-Akzeptanz haben Sie dann in der Öffentlichkeit zu vertreten. Der Schritt der FDP ging jedenfalls aus unserer Sicht zumindest in die richtige Richtung. Jedoch sind die Mittel, mit der die FDP das machen will, aus unserer Sicht die falschen. Wir werden uns daher bei diesem Gesetzentwurf, wie wir das auch im Innenausschuss schon getan haben, enthalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. Nächster Redner ist der Abgeordnete Christian Heinz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, es ist richtig, die Landtagswahl 2018 war in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Landtagswahl, wenn man die lange Zeit der hessischen Geschichte und der hessischen Demokratie betrachtet. Es gab damals sehr viele Wahlkreisgewinner der CDU. Das hat uns gefreut. Auf der anderen Seite gab es ein verhältnismäßig schlechtes Zweitstimmenergebnis für die CDU. Das hat uns natürlich nicht gefreut. Und es kam in der Folge zu 8 Überhangmandaten und 19 Ausgleichsmandaten. Das ist richtig. Richtig ist aber auch, bei der Wahl 2023 sind die Karten völlig neu gemischt. Es wird vermutlich, und Schwankungen gab es in der hessischen Geschichte oft, wird ein Parlament geben, was völlig anders zusammengesetzt ist. Jeder hat dort seine Erwartungen von den Parteien, die konkurrieren. Aber wenn man eine Prognose wagen darf, es wird auch nach dem geltenden Wahlrecht wieder zu einer deutlichen Verkleinerung unseres Parlaments kommen. Im bundesweiten Vergleich, das ist in der ersten Lesung schon angesprochen worden, liegen wir trotz dem vergrößersten Parlament durch die Überhang- und Ausgleichsmandate weiterhin auf dem 5. Platz, was die Anzahl der Einwohner pro Abgeordneten angeht. Die 4 großen Länder sind vor uns, die alle anderen sind hinter uns. Das ist mit und über und ohne die Ausgleichsmandate auch so geblieben. Zum Vorschlag der Freien Demokraten. Also jeder interpretiert hier Anhörungen so, wie es ihm passt. Das habe ich im Parlament zumindest gelegentlich schon erlebt. Und Kollege Hahn hat jetzt mal so zusammengezählt. Ich nehme jetzt mal das auf, was ich hier gehört habe im Plenarsaal, von denen, denen es so wichtig war, auch zu der Anhörung, zu der mündlichen Anhörung zu erscheinen. Dort war das Bild sehr vielschichtig, würde ich mal sagen, und auch durchaus interessant, was hier vorgetragen wurde. Ein Vertreter, der nicht unserer Partei angehört und der jahrzehntelang sein Berufsleben mit der kommunalen Familie verbracht hat, hat uns, Herr Schelske, hat uns eindringlich dazu geraten, nicht die Zahl der Wahlkreise zusammenzustreichen, weil es ihn sehr besorgt, dass der ländliche Raum nicht mehr ausreichend hier durch direkt gewählte Abgeordnete vertreten ist. Er hat Wir hatten einen sehr bemerkenswerten und aus meiner Sicht auch durchaus darüber nachdenkenswerten Vortrag von Professor Frie, der ein ganz anderes Modell hier mit eingebracht hat, was zwingend dazu führt, dass wir nie wieder Überhang- und Ausgleichsmandate haben. Auch das gilt es sicherlich zu bedenken. Und wir haben natürlich auch die Position, dass man sich einfach machen kann und man streicht ein paar Wahlkreise und hofft, dass es dann nicht zu Überhangmandaten kommen kann. Richtig ist aber auch, die kann es auch bei einer anderen Wahlkreiszahl können, die auch weiterhin entstehen. Auch das Modell haben wir uns, glaube ich, dort angeschaut. Wenn eine Partei 25% hat und 7 andere 10%, dann, und alle, die mit 25 alle Wahlkreise gewinnt, ist auch bei 45 nichts gewonnen. Von daher eine Lösung des Problems ist allenfalls eine Abmilderung. Aber worum es uns im Wesentlichen geht als CDU, ist, dass wir nicht die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten willkürlich reduzieren und auch die Wahlkreise vergrößern. Denn eins ist ja schon richtig, auch
wenn das immer wieder versucht wird zu negieren. Es geht vor allem auf die Kosten Nordhessens und des ländlichen Raums, wenn man sich die Karte genau anschaut. Dort ist es so, dass wir Bevölkerungsschwund haben, jetzt schon aber zugleich sehr, sehr große Wahlkreise mit Fahrtwegen 60, 70 Kilometer, wenn man einmal durch den Wahlkreis durch muss. Und die Chance, dass jemand dort seinen direkt gewählten Abgeordneten mal persönlich zu Gesicht bekommt, dort jetzt schon geringer ist als in den großen Städten und im verdichteten Raum. Und gerade das letzte Jahr oder die letzten 15 Monate der Pandemie haben zumindest aus meiner Sicht, ich habe jetzt nur auch 11 Jahre Erfahrung dieser Tätigkeit, doch eindrücklich gezeigt, dass dieser persönliche Bezug eigentlich zurzeit wichtiger ist als denn je. Es gibt so viele Leute, die in den vergangenen 15 Monaten erstmals, glaube ich, in ihrem Leben überlegt haben, wer eigentlich für sie zuständig ist, weil sie als Selbstständige wegen der Wirtschaftshilfen, als Eltern, was Kindergärten, Schulen angeht und viele, viele andere Fragen des Lebens gedacht haben, jetzt muss ich mich an meinen lokalen Vertreter im Hessischen Landtag wenden. Und gerade in Zeiten wie diesen das Signal zu setzen, dass einem dieser Bezug nicht mehr so wichtig ist, das halten wir für das falsche Signal. Und die Größe der Wahlkreise ist durchaus schon beachtlich. Das sagte ich eingangs. Wir liegen auf dem 5. Platz bei der Zuordnung. Wir haben knapp 120.000 Einwohner in jedem Wahlkreis. Wenn man dem FDP-Vorschlag folgen würde, wären es auf einen Schlag 25.000 mehr. Und das sage ich auch dazu bei einer stetig wachsenden Bevölkerung in Hessen. Es ist ja nicht so, dass wir genauso viele Menschen in Hessen haben wie vor 20 Jahren, sondern wir sind ja signifikant gewachsen, allein in den letzten 10 Jahren um 400.000 bis 500.000 Menschen, die hier zusätzlich leben. Und was auch zur Wahrheit dazugehört ist, wenn man einfach mal diesen Kahlschlag macht und sagt, man streicht mal 10 Wahlkreise, davon 4 oder 5 in Nordhessen am besten, weil es anders die Zahlen dann nicht hergeben. Das heißt auch, dass man in allen Wahlkreisen in Hessen gewachsene Strukturen zerschlagen muss. Man muss ja dann alles vollkommen neu gliedern. Und ich möchte auf eine Passage des Landtagswahlgesetzes auch hinweisen, was hier niemand bisher in Abrede gestellt hat, aber was gerne von denen, die da schnell alles ändern wollen, auch unterschlagen wird. Das heißt dort, die Wahlkreise sollen im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung möglichst beständig sein, das ist richtig, aber auch auf gewachsene Strukturen und politische Zusammenhänge sollen sie beständig sein. Und es gibt eben auch Bindungen an Städte und Gemeinden, an Institutionen, die eben auch länger dauern als 5 Jahre. Man muss jetzt nicht so bis zu Frank Lorz gehen, der seit 40 Jahren eben in seinem Sprengel im Offenbacher Land dort bekannt ist wie ein bunter Hund. Aber alle, die das zweite oder dritte Mal dabei sind, wissen auch, man baut etwas auf und es intensiviert sich eben. Und heute Morgen, ich sehe gerade Kollegen Decker, den wir hier verabschiedet haben, weiß, glaube ich, auch, wovon man spricht. Es wächst eben was heran. Und wenn man diese Lösung mit 45 jetzt einfach macht, macht man einen Kahlschlag, es wird alles neu sortiert. Das ist der falsche Weg. Und wenn man schon reduzieren will, ich habe es eben erwähnt, dann gibt es verschiedene Modelle. Auch die Anhörung hat gezeigt, dort haben wir 3 Wege mal dargelegt bekommen. Es gibt sicherlich noch mehr. Wenn man sich die bloßen Zahlen anschaut, ja, es gibt 8 Überhangmandate, ja, es gibt aber auch 19 Ausgleichsmandate. Man kann über den Ausgleichsmechanismus reden, ob der so sein muss, wie der in Hessen ist. Das ist aber, glaube ich, von der Mehrheit scheinbar hier nicht gewollt. Wir wären offen, auch darüber zu reden, aber ich glaube, die Mehrheit des Landtages will an dem Komplettausgleich festhalten. Das ist ein Modell. Es gibt das Grabenwahlrecht, was Professor Friehe uns hier eindrücklich vorgestellt hat, ein sicherlich bemerkenswertes Modell. Es wäre aber, das ist auch richtig, es wäre ein Systemwechsel in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist aber ein interessantes Modell, was er aufgezeigt hat. Es gibt noch verschiedene andere Modelle, aber wenn man das alles zusammenbindet und man jetzt sieht, es gab einmal diesen Ausnahmefall mit den 27 mehr, und sonst haben wir eigentlich eine Kontinuität gehabt, bis auf einmal 2013, wo mal 8 zu viel waren, und 8 bei 110, muss man sagen, gut, das sind deutlich weniger als 10%. Wir haben jetzt einmal diesen großen Ausschlag gehabt. Da spricht doch sehr, sehr viel dafür, dass man jetzt nach diesem Ausnahmeergebnis von 2018 das alles noch einmal sacken lässt, jetzt die Arbeit macht, das, was in einem anderen Gremium läuft, die Wahlkreise so zu sortieren mit der 55er-Regelung, dass sie wieder innerhalb des Korridors ist. Dann ist dann die Landtagswahl 2023, dann nach dem bewährten System mit 55 Wahlkreisen stattfindet. Sind ja nicht so positiv eingestellt wie die Mehrheit wahrscheinlich des Hauses auch in anderen Themen. Das ist nicht das Prinzip Hoffnung, das ist einfach eine Kontinuität über 70 Jahre, dass die
berechtigte Erwartung, dass sich das Ganze in Hessen wieder etwas normalisiert, ist sehr, sehr groß. Und bevor man in den Systembruch einsteigt, alles umwerfen will, wegen einer Ausnahmewahl, glaube ich, dann steht es uns, glaube ich, besser an, auf das zu setzen, mit dem wir jetzt jahrzehntelang gut gefahren sind, dass wir nach dem geltenden Wahlrecht beim nächsten Mal wieder wählen. Dann werden wir das neu bewerten. Und wenn es dann einen Anlass gibt zu einem grundsätzlichen Systemwechsel, glaube ich, dann kann man das auch nicht in so einem Husch-Husch-Verfahren machen, sondern dann, meine ich, müsste der Landtag vermutlich eine Enquete-Kommission oder was anderes einsetzen und sich ganz grundsätzliche staatspolitischen Fragen dort stellen, das ganz anders aufbereiten mit einer anderen Herangehensweise. Und dann, glaube ich, sind wir die Letzten, die sich da auch einer vernünftigen Lösung verweigern. Für heute können wir nur sagen, für uns ist der FDP-Gesetzentwurf nicht zustimmungsfähig. Der AfD-Gesetzentwurf, da haben wir schwerste verfassungsrechtliche Bedenken. Das sei ja auch noch gesagt, dass man einfach ein Mandat nicht zuteilt, weil einer nicht schön genug gewonnen hat. Das führt dann dazu, dass in den umkämpften Gebieten nie wieder einer zum Zuge kommt und dann nur noch die Hochburgen im Parlament vertreten sind. Also Kassel-Land und Fulda hat dann immer einen drin und in Frankfurt und anderswo, da kommt nie mehr einer zum Zuge vielleicht. Also das kann auch nicht die Lösung sein. Von daher, wir werden den FDP-Gesetzentwurf ablehnen und wir werden nachher auch den AfD-Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank, Christian Heitz. Nächster Redner ist der Abg. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP bietet uns eine schlechte Lösung für ein nicht existentes Problem an. Ja, die Verwaltung hatte zu Beginn der Legislaturperiode ein Problem. Das hat sie gut gelöst. Okay, Herr Rock, vielleicht mit einer Ausnahme, aber das Problem ist gelöst. Und es ist schon gesagt, aber ich will es trotzdem noch einmal auf den Punkt bringen. Die Reduzierung der Anzahl der Wahlkreise in unserem Land verschlechtert die Repräsentanz unserer parlamentarischen Demokratie. Ja, und die Reduzierung von Wahlkreisen würde die Wahlkreisarbeit von uns allen erschweren. Meine Damen und Herren, das Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie kostet Geld, aber sie sollte es uns auch wert sein. Auch das Folgende ist schon gesagt, aber ich will es auch noch einmal auf den Punkt bringen. Verhältnismäßig zu anderen Landesparlamenten vertreten wir Abgeordnete weniger Bürgerinnen und Bürger als andere. Wir liegen da im Mittelfeld. Und ich will auch noch einmal ganz deutlich sagen, die Arbeitsfähigkeit dieses Hauses ist durch die erhöhte Mandatszahl nicht gefährdet, zu keinem Zeitpunkt. Meine Damen und Herren, wir werden beide Gesetze ablehnen. Aber ich sage Ihnen ganz klar, dass die CDU in diesem Haus mehr Mandate hat, als Ihnen laut Landesergebnis zustehen. Das müssen wir schon anders lösen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Nächster Redner ist der Abg. Günter Rudolph für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben zwei Gesetzentwürfe. Der eine ist aus unserer Sicht verfassungswidrig. Deswegen müssen wir uns mit dem Thema da nicht auseinandersetzen. Man muss schon sorgfältig arbeiten, wenn man ernst genommen werden will. Im Übrigen kann der Wähler ja auch entscheiden, ob er bestimmte Parteien in den Landtag wählt. Da können wir ja gemeinsam daran arbeiten und für werben. Zweitens der Gesetzentwurf der FDP. Lieber Kollege Hahn, wir sind ja gemeinsam in der Wahlkreiskommission und wir werden auch eine Lösung präsentiert bekommen, die wir gemeinsam erarbeiten, die auch verfassungsgemäß ist. Aber selbst da haben wir schon gesehen, wir machen es uns nicht einfach. Und wir können auch nicht alle Wünsche erfüllen, muss man an der Stelle auch nicht. Aber das, was Sie vorschlagen,
sehen wir dezidiert anders, dann muss man es auch so benennen. Ihr Vorschlag, statt 55 Wahlkreise für Hessen nur noch 45 zu machen, ist ein Angriff auf die Vertretung im ländlichen Raum, um es ganz klar auf den Punkt zu bringen. Ja. Das kann man machen, das ist politisch zulässig, aber Sie müssen dann damit auch leben, dass wir das genau so benennen. Und wir merken ja in den letzten 15 Monaten, der direkte Kontakt zu den Wählern war kaum noch möglich. Ich vermisse den jedenfalls. Und das kann keine digitale Konferenz ersetzen an der Stelle. Und wenn wir über Politikverdrossenheit und anderes klagen, lasse ich mir auch nicht von Theoretikern erklären, wie Politik zu funktionieren hat. Geld, müssen wir mit dem Geld sehr sorgfältig umgehen. Aber die Kritik des Bundes, der Steuerzahler, die nehme ich an der Stelle nicht ernst, weil die kritisieren grundsätzlich politische Repräsentanz und Vertretung. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, diese zugegebenermaßen hohe Anzahl von Überhang- und Ausgleichsmandaten, ich verstehe ja politisch den Ansatz des Kollegen Heinz, dass Sie sagen, wir könnten uns auch ein anderes Modell des Ausgleichs vorstellen. Nur das System, was wir in Hessen haben, ist das gerechteste. Es gleicht nämlich die Mehrmandate für eine starke Gruppierung gerechterweise aus. Und ich finde, das gehört auch zum Demokratieansatz. Und deswegen akzeptieren wir aus unserer Sicht jedenfalls nicht, wenn Sie da rangehen. Sie haben es ja auch ganz vorsichtig und freundlich formuliert. Und deswegen gehöre ich auch nicht zu denen wie der Kollege Hahn, der jetzt schon weiß, beim nächsten Mal gibt es mindestens 37 Überhang- und Ausgleichsmandate. Vielleicht sind es beim nächsten Mal nur 5. Vielleicht hat sich das alles nivelliert und ausgeglichen. Wir werden beim nächsten Mal ohnehin in der nächsten Wahlperiode wird dieser Landtag sich auch wieder mit der Wahlkreisreform zu befassen haben, weil wir wissen ja nicht, wie die Einwohnerzahl sich entwickelt. Und deswegen, Herr Hahn, einen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen, ohne nachher darzulegen, wie die konkreten Auswirkungen sind, finde ich ehrlich gesagt schon mutig. Oder Sie sagen, Wahlkreisarbeit ist mir nicht wichtig. Wir sehen es dezidiert anders, Herr Kollege Hahn, dezidiert anders. Und deswegen ist Ihr Gesetzentwurf. Wie bitte? Weiß jetzt nicht, was dieser vermeintlich intelligente Zwischenruf soll. Ich maße mir auch nicht an. Ich maße mir auch nicht an, die Arbeit zu bewerten. Ich habe eine Meinung, aber das werden wahrscheinlich alle Kolleginnen und Kollegen in ihren Fraktionen sagen. Aber das spielt auch keine Rolle. Dann entscheiden das die Parteigliederungen vor Ort, wen sie als Direktkandidaten und Direktkandidatin nominieren. Das ist dann die Entscheidung der Partei. Und wer faul ist und nichts macht, der hat in aller Regel keine Chance. Zumindest ist das bei der SPD so. Es wird bei den meisten anderen Parteien auch so sein. Also von daher, Herr Hahn, können Sie sich diese Attacke sparen. Ihr Gesetzentwurf ist nicht zielführend. Und zweitens bieten Sie eben keine Alternative. Ich will das noch einmal als abschließende Bemerkung sagen. 10 Wahlkreise weniger. Was das heißt? Für Nordhessen? Für Mittelhessen? Für Limburg-Weilburg? Für den Rheingau-Taunus-Kreis? Für Waldeck-Frankenberg? Für Hersfeld-Rotenburg? Für Schwalm-Eder? Für den Vogelsberg? Für den Odenwald-Kreis? Für Werra-Meißner? Wollen Sie das, dass wir gar keine Rücksicht mehr nehmen können auf Traditionen, Kreisgrenzen, Zugehörigkeiten, das kann man wollen politisch. Aber man sollte das nicht als Bürgernähe verkaufen und mehr Politik. Und wissen Sie, ein Punkt aus der Anhörung, der ist mir ja schon noch in Erinnerung. Einer dieser theoretischen Professoren, als ich dann sagte, wie stehen Sie zur Repräsentanz der Menschen auch in dünner besiedelten Regionen im Norden? Ja, ja, da wäre ja viel Wald da oben. Ja, so sinngemäß war die Aussage in der Anhörung. Wissen Sie, wenn ich politiktheoretisch die Welt erklärt kriege, dann zeigt mir, dass eher unser Ansatz, an den Menschen Politik zu machen, der richtige ist. Wir werden in der Wahlkreiskommission einen Vorschlag für die nächste Wahlperiode vorlegen. Der wird verfassungsgemäß sein. Und wir lehnen beide Gesetzentwürfe an. Ihrer ist eindeutig gesetzeskonform. Das unterscheidet ihn von anderen. Aber der Zeitpunkt ist falsch. Und Sie sagen ehrlicherweise nicht, wie hinterher die 45 Wahlkreise aussehen sollten. Dann bin ich sehr sicher, dass möglicherweise sogar FDP-Politiker vor Ort sagen, der Vorschlag ist eigentlich nicht logisch und sinnig. Und deswegen, Herr Hahn, wir sind klar anderer Meinung. Und das sollten wir auch benennen. Vielen Dank. Vielen Dank, Günter Rudolph. Nächster Redner ist der Abg. Jürgen Frömmrich, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon
viel von den Kollegen vor mir gesagt worden. Der Kollege Rudolph, der Kollege Heinz, finde ich, und auch der Kollege Wilken haben viele Dinge benannt, die für uns auch zielführend waren bei der Diskussion um diese beiden Gesetzentwürfe. Ich will vorweg sagen, ich halte den Gesetzentwurf der AfD für verfassungswidrig. Das Kollege Heinz hat es erläutert, wie man in einem Verfahren, in dem Direktkandidaten verschiedener Parteien gegeneinander gerungen haben und einer einen Wahlkreis dann gewonnen hat als Direktkandidat, diesen Wahlkreis dann nicht gewonnen hat, weil ein anderer irgendwo besser ist, wie man das darstellen will und wie man das verfassungskonform hinkriegen will, das glaube ich nicht. Von daher ist für mich die Debatte auch über diesen Punkt der AfD erledigt. Das waren die drei Sätze dazu. Vielen Dank. Zweiter Punkt. Ich halte die Erfahrung, die wir gemacht haben mit dem personalisierten Verhältniswahlsystem, für gut in den letzten Jahrzehnten. Wir haben damit in Deutschland und in den Bundesländern sehr gut gelebt. Und ich weiß nicht, warum wir hier eine Debatte führen sollten, dieses personalisierte Verhältniswahlsystem zu ändern. Der Vorschlag der Kolleginnen und Kollegen der FDP, der zulässig ist und der auch gesetzeskonform ist, den man machen kann, da haben wir andere Auffassungen zu, ist aber, finde ich, zu kurz gesprungen. Wenn wir uns die Reihung der letzten Landtagswahlen angucken, und ich habe mir mal die Zahlen von 1954 bis 2014 geben lassen, dann sehen Sie, dass wir eigentlich nur zwei Ausrutscher hatten in dieser ganzen Zeit, was die Ausgleichs- und Überhangmandate angeht. Das eine war in der 18. Wahlperiode 2009. Da haben wir 118 Abgeordnete hier im Hessischen Landtag gehabt. Da war die Diskussion auch bei der FDP gar nicht so groß, weil die hatten 20 davon seinerzeit. Und da war das dann auch alles in Ordnung. Und dann haben wir einen weiteren Ausreißer. Dann bei der nächsten Wahl sind wir wieder auf 110 Abgeordnete zurückgegangen. Und dann in der nächsten Wahl, das ist jetzt die Wahlperiode, haben wir 137 Abgeordnete. Also wir haben insgesamt in dieser Zeitreihung zwei Ausnahmefälle. Und das soll uns dazu veranlassen, ein jahrzehntelang gut funktionierendes Wahlsystem zu ändern. Ich sehe den Grund dafür nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann finde ich bei dem Vorschlag der FDP, ich habe es ja gerade schon gesagt, als die 20 Abgeordnete hier im Hessischen Landtag gestellt haben, ist Ihnen diese Idee nicht gekommen. Dann kommen Sie jetzt auf die glorreiche Idee der FDP. Ich will es jetzt auch mal überspitzen. Der Kollege Hahn war ja hier auch nicht zärtlich mit denen, die einer anderen Auffassung sind. Das ist nach dem Motto, wenn ich das mal übersetzen darf, in FDP denke, wir gewinnen keine Wahlkreise. Als Direktkandidaten machen wir nicht, wir gewinnen die nicht, also können wir sie streichen und machen das dann über die Liste. Das ist eine Herangehensweise, Herr Kollege Hahn, die finde ich ein bisschen unterkomplex und finde ich auch sehr parteipolitisch motiviert. Und die Begründung dafür sehe ich auch nicht. Sie legen also jetzt einen Gesetzentwurf vor, der sagt, wir machen mal einfach 10 Wahlkreise platt. Und dann sagen Sie, den Rest sollen dann andere machen. Also Sie machen den Vorschlag, die sollen weggekürzt werden, aber Sie sagen nicht, welche das sein sollen. Und da wird es doch interessant, Herr Kollege Hahn, in die Regionen zu gehen. Kollege Rudolph hat es gerade auch gesagt, in die Regionen zu gehen und mit den Menschen dort vor Ort zu reden und zu sagen, ich finde dich nicht so wichtig in deinem Wahlkreis, dich können wir ruhig dicht machen. Das ist schon eine Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob die was mit Bürgernähe, mit Repräsentanz von ländlichen Räumen und anderem zu tun hat. Meine Herangehensweise ist es auf jeden Fall nicht, Herr Kollege Hahn, die Art und Weise, wie Sie da rangehen. Dann sollten Sie, wenn Sie dann ehrlich sind und wenn Sie sagen, ja, wir wollen das jetzt machen und wir sind die, die da an erster Stelle für kämpfen, dann sollten Sie ja auch sagen, von welchen Wahlkreisen Sie meinen, dass Sie beim nächsten Mal nicht mehr da sind. Aber hier die Nummer zu machen, die einfache Nummer zu machen, ich mache mal einen Gesetzentwurf und kämpfe dafür, dass der beschlossen wird. Und dann soll sich die Landesregierung hier hinstellen und soll einen Vorschlag machen, welche Wahlkreise beim nächsten Mal nicht mehr dabei sind. Ich finde, das ist schon ein bisschen aus dem Staub gemacht, Herr Kollege Hahn. Dann sollten Sie ja auch sagen, welche Landkreise Sie platt machen wollen. Zweiter Punkt. Dann haben Sie vorhin hier etwas zum ländlichen Raum gesagt. Das habe ich auch ein bisschen unterkomplex empfunden.
Also so nach dem Motto, ja, Sie kämpfen ja da in Waldeck-Frankenberg im Werra-Meißner-Kreis dafür, dass die erhalten bleiben, weil dann müssen die Abgeordneten ein bisschen mehr fahren. Nee, es ist nicht nur ein bisschen mehr fahren. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger in den ländlichen Räumen auch das Anrecht haben, hier in der Landeshauptstadt, hier im Landesparlament repräsentiert zu werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im ländlichen Raum gut vertreten sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist doch auch eine Herausforderung, mit der wir uns in der Wahlkreiskommission beschäftigen, sozusagen einen Ausgleich zu finden, auf der einen Seite zu schauen, dass wir das, was das Bundesverfassungsgericht beurteilt hat, plus minus 25% in diesem Korridor zu sein, auf der einen Seite zu erfüllen, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, wir müssen eine Repräsentanz im ländlichen Raum, also mit viel Fläche und wenig Menschen, darstellen können. Und wir müssen auf der anderen Seite den Schritt machen können, da gucke ich in Richtung der Frankfurter, auch Wahlkreise zu haben, die eine Abweichung haben, aber die eben relativ viele nicht-deutsche Wählerinnen und Wähler haben, die aber auch repräsentiert werden müssen von den Abgeordneten, weil da geht's ja auch, da ist es egal, ob das ein Nichtdeutscher oder Deutscher ist, wenn es um den Kindergarten geht, wenn es um den Schulplatz geht und andere Sachen. Und dazwischen müssen wir Lösungen finden. Und deswegen ist das, was Sie sagen, ziemlich unterkomplex, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und am Ende, wenn man das Problem sich anschaut, sollte man auch mal über Zahlen reden, wenn man dann damit anfängt, diese Debatte zu führen. Sind wir denn als Hessischer Landtag übermäßig groß? Antwort: Nein. Wir sind auf Platz 5, was die Größe der Landtage angeht, im Vergleich zu anderen Bundesländern. Da sind natürlich die großen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg. Wir sind auf, glaube ich, Platz 5 mit Niedersachsen zusammen, wobei Niedersachsen mehr Einwohner hat, muss man sagen. Aber das ist kein Ausreißer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und daran sieht man auch, dass diese Problemstellung nicht gegeben ist. Also, Kollege Fremisch, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lambrou? Von Kollegin Lambrou keine Zwischenfragen, Herr Vorsitzender. Aber ich glaube, dass man, wenn man sich einer solchen Thematik annähert, man auch einen Grund dafür haben muss, warum man was ändert. Also die Abweichungen sind nicht so, dass man sagen kann, es gibt einen Grund dafür, jetzt Wahlkreise zu schließen. Ich glaube, das, was wir gerade in der Wahlkreiskommission machen, ist die richtige Herangehensweise. Wir versuchen, die Wahlkreise so zu organisieren, dass genügend, dass wir die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes erfüllen und dass wir durch kleinere Eingriffe diese Grenzen einhalten. Und dann glaube ich schon, dass wir in der nächsten Wahlperiode, und zwar am Anfang der Wahlperiode, uns da anschauen müssen, wie sich das mit den Überhang- und Ausgleichsmandaten entwickelt hat. Und möglicherweise müssen wir dann auch schauen, dass wir dieses System noch einmal genauer unter die Lupe nehmen und uns das noch einmal genauer anschauen. Und möglicherweise müssen da auch einzelne Wahlkreise verschoben werden oder anderes. Aber das muss man dann entscheiden, wenn beim nächsten Mal die Wahlen um sind. Und das müssen wir jetzt nicht machen. Deswegen wird Ihnen die Wahlkreiskommission ja im Juli einen Vorschlag vorlegen, dem Hessischen Landtag einen Bericht vorlegen. Und dann werden wir darüber entscheiden. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, die wir machen sollten. Die beiden Gesetzentwürfe, die hier vorliegen, der eine ist verfassungswidrig und der andere ist nicht zielführend. Sie werden es uns nachsehen, dass wir beide Gesetzentwürfe ablehnen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretär Dr. Heck. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Anhörung, die anschließende Diskussion im Innenausschuss und auch die Debatte heute haben schon aufgezeigt, worauf auch in der letzten Plenardebatte ja bereits hingewiesen worden ist. Wir sprechen heute über zwei Gesetzentwürfe, die im Wesentlichen das Ziel haben, Überhang- und Ausgleichsmandate künftig zu verringern bzw. ganz zu vermeiden und wählen dazu unterschiedliche Wege. In der Anhörung ist deutlich geworden, dass das ganz erhebliche Nachteile nach sich zieht. Der Gesetzentwurf der FDP belässt es zunächst bei dem schon hergekommenen System der personalisierten Verhältniswahl und schlägt, wir haben es ja gehört, eine Verringerung der Wahlkreise vor.
Als Gesetzgeber sind Sie relativ frei bei der Ausgestaltung der Verteilung der Sitze und haben einen weiten Gestaltungsspielraum. Und tatsächlich hat es in der Geschichte des Landes Hessen ja ganz unterschiedliche Landtagsgrößen und auch ganz unterschiedliche Verteilung der Wahlkreise und Listenmandate gegeben. Bereits das erste hessische Landtagswahlgesetz vom 18. September 1950 sah vor, dass von den damals insgesamt zu vergebenen 80 Sitzen 48 Abgeordnete aus Wahlkreisen und 32 aus sogenannten Landesergänzungsvorschlägen zu wählen waren. Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den Gesetzentwurf eingehen. Der Gesetzentwurf führt zu inkonsistenten Regelungen, da er zwar die Zahl der Wahlkreise verringert, die Wahlkreisbeschreibung, die ebenfalls Teil des Gesetzes ist, allerdings unberührt lässt. Auf diesen Umstand hat Herr Professor Hermes in der Anhörung ja deutlich hingewiesen. Ungeachtet dieses Umstandes hat die Anhörung allerdings auch einen aus meiner Sicht wesentlichen Nachteil des Gesetzentwurfs noch einmal deutlich gemacht. Die vorgeschlagene Verringerung um 10 Wahlkreise führt zu einer erheblichen Schwächung der personellen Komponente der Wahl. Es wurde in der Anhörung und in der Ausschussberatung eindrücklich auf die schon bestehende Belastung von Wahlkreisabgeordneten gerade in ländlichen Räumen hingewiesen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist maßgeblich einzig die Zahl der Wahlberechtigten, nicht die geografische Beschaffenheit, nicht die räumliche Ausdehnung, einzig die Zahl der Wahlberechtigten. Und wir haben uns die Zahlen mal angeschaut. Während ein Durchschnittswahlkreis auf der Grundlage der Bevölkerung am 31. Dezember 2019 noch 79.000 Wahlberechtigte umfassen würde, wären es bei dem Vorschlag der FDP über 96.000 Wahlberechtigte. Das wird gerade die Vertretung in den ländlichen Räumen erheblich erschweren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Hessische Landtag muss selbst darüber entscheiden, mit welcher Größe er die ihm übertragenen Aufgaben als Verfassungsorgan am besten bewältigen kann. Diese Bewertung ist nicht statisch. Die Anhörung hat allerdings gezeigt, dass jede Lösung, die zur Vermeidung von Ausgleichs- und Überhangmandaten führen soll, mit ganz erheblichen Nachteilen verbunden ist. Vermeintlich einfache Lösungen, die zum Beispiel verfassungsrechtlich unbedenklich wären, wie zum Beispiel die Einführung des Grabenwahlsystems, das Herr Professor Frier hier vorgetragen hat, wir haben es gehört, oder der Nichtausgleich eines Teils der Überhangmandate würde zwar ebenfalls ein weiteres Anwachsen des Landtages verhindern, möglicherweise auch ganz ausschließen, es wäre allerdings eine Abkehr vom bisherigen System und dem Verhältnis von Personen- und Verhältniswahl. Alle Fragen der Sitzverteilung rühren am Schluss an den Grundlagen der Ausübung von Staatsgewalt im demokratischen Rechtsstaat und sollten aus Sicht der Hessischen Landesregierung umfassend geprüft und sorgfältig abgewogen werden. Herr Abgeordneter Heinz hatte in der ersten Plenardebatte bereits darauf hingewiesen, dass in Diskussionen über das Wahlrecht keine Schnellschüsse erfolgen sollten. Dieser Empfehlung kann ich mich aus Sicht der Landesregierung anschließen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir sind damit am Ende der Aussprache zur zweiten Lesung. Wir werden die entsprechenden Abstimmungen nachher in dem Abstimmungsblock vornehmen.